Herzlich willkommen, liebe Freunde. Das hier ist Wirtschaft und Wissenschaft, das Bildungs- und Hochschulmagazin des Stifterverbandes. Das gibt es allerdings nicht nur als Printausgabe, sondern auch als digitale Ausgabe für das iPad und natürlich auch für Android. Und die neueste Ausgabe, die wollen wir euch jetzt mal etwas genauer vorstellen. So, da sind wir jetzt mittendrin mit dem animierten Lehrer auf dem Titelbild. Das Heft beschäftigt sich mit schwerpunktmäßig mit dem Thema Lehrerausbildung, also mit der Frage, wie können wir unsere Lehrer so ausbilden, dass sie später mal keinen Praxisschock bekommen, wenn sie das erste Mal vor der Klasse stehen. Sind wir hier im Inhaltsverzeichnis, sieht hier im Grunde genommen die Highlights des Heftes. Der oberen Schiene bewegen sich sozusagen die Texte und Beiträge aus dem Schwerpunkt zur Lehrerbildung, und auf der unteren Schiene haben wir nochmal weitere Highlights aus dem Heft. So, hier sind wir jetzt in der Infothek. Das sind erste Kurznachrichten, die einen am Anfang hier begrüßen. Hier haben wir eine kleine Meldung zu der Online-Ausgabe unseres Jahresberichtes. Man kann, wenn man mag, direkt auf den Link gehen und wird dann direkt zur Online-Ausgabe durchgereicht und kann dann hier Jahresbericht des Stifterverbandes durchklicken. So, wir gehen aber hier wieder direkt zurück in die App. Eine markante Zahl, hier nämlich die Zahl 13.900, die markiert, wie viele Studierende im letzten Jahr ein Deutschlandstipendium erhalten haben. Dann haben wir eine Rubrik, die nennen wir das besondere Bild. In diesem Fall sind es sogar mehrere besondere Bilder. Und wer wissen will, worum es sich da handelt, der kann dann hier in der App jeweils das kleine Und anklicken und bekommt dann weitere Informationen über das, was zu sehen ist. Schauen wir nochmal in die letzte Meldung rein. Hier haben wir einen unserer sogenannten Themenbotschafter, Christian Böhringer. Er erzählt hier etwas zur Frage der Lehrerbildung. Wenn wir uns weiter durchswitchen, kommen wir in das, was wir im Heft die Faktenhuberei nennen, nämlich eine Übersicht über ein spezielles Thema, auch hier wieder das Thema Lehrer. Hier haben wir mal geschaut, wie viele Lehrer gibt es eigentlich, was verdienen Lehrer eigentlich so, wie ist eigentlich die Geschlechterverteilung bei den Lehrern, dann wiederum auf die verschiedenen Schultypen. Wir haben weitere Informationen über die Frage des Medieneinsatzes in der Schule. Und dann haben wir hier nochmal eine Übersicht über das Betreuungsverhältnis, also wie viele Lehrer kommen eigentlich auf wie viele Schüler und wie ist das in verschiedenen europäischen Ländern gelöst. So, dann switchen wir uns hier mal durch in den Schwerpunkt hinein. Hier sehen wir schon die beiden großen Gegensätze, wie es zugehen kann in Schulklassen, links und rechts. Einmal die Realität und einmal auf der rechten Seite die Utopie. Dann den Auftakttext zur Lehrerbildung, durch den man sich dann durchswitcht. Hier rechts bekommt man immer noch mal Informationen zu einzelnen Lehrerbildungszentren, die der Stifterverband im Rahmen seiner Bildungsinitiative Zukunft machen fördert. In diesem Falle hier die Universität Hamburg. Da kommen gleich noch weitere. Hier haben wir die Universität Lüneburg. Auch hier gibt es natürlich immer wieder die Möglichkeit, sich sozusagen dann vertiefte Informationen aus dem Web direkt zu holen. Und hier ganz am Schluss wird der erste Schwerpunkttext einmal abgerundet mit einem Interview, durch das ich mich dann hier auf diese Art und Weise scrollen kann. Hier haben wir einen Querschnitt durch eine Schule mal gemacht, und mit dieser Lupe kann man sich in dieses Schulgebäude hineinbewegen und kann dann auf der linken Seite einzelne Informationen rufen, was im jeweiligen Klassenraum gerade passiert. Hier sind wir jetzt mal in den Raum 3 gegangen. Das ist sozusagen der Medienraum der Zukunft. Und da sehen wir auf der linken Seite zum Beispiel vertiefende Informationen. Hier kann man sich zum Beispiel ein kleines Video anschauen von Felix Schaumburg. Der ist selber Lehrer und er berichtet in diesem Interview über seine Erfahrungen mit der Digitalisierung der Schule. Hier haben wir einen Beitrag über die Tatsache, dass die meisten Lehrer in Deutschland weiblich und deutsch sind. Wir wollen mehr Männer in die Schule bekommen. Das ist auch ein erklärtes Ziel unserer Bildungsinitiative. Und genau um dieses Thema geht es in diesem abschließenden Beitrag des Schwerpunktes.